Judgment. Endlich habe ich's. In dieser Simulation muss man komische Dämonendinger kaputt machen. Chandler, schnell, du musst schießen, Jeremiah, what the fuck? Schlag die komischen Rattenhunde. Oh, Gottes Willen. Noch mehr. Jeremiah, volle Pulle drauf. Chandler, du kannst ja irgendwas. Heimat den schnell. Geh aus dem Weg. Granate. Und Bäume fällen. So, komm, Baum. Das machst du alleine, Andrew. Sehr schön. Das ist hervorragend. 346 Minuten später. Andrew, machen wir jetzt die anderen Bäume auch noch. Hopp, das wird mir echt zu viel. Ja moin, da ist ja ein Lager, Leute. Schrott sammeln, aber zackig. Bitte finde was Nützliches, Sonja. Ja, Zeug, Trinkwasser, Medizin ist das und Salat. Wir sind also Vegetarier. Dabei esse ich doch gerne Fleisch. Kolonieverwaltung, esst mal nicht so viel, ja? Wir müssen überleben, hallo? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen eine Blockhütte. Es reicht mir jetzt hier. Überlebende verhungern. Wer? Warum? Sonja, ess doch mal was. Wir haben doch Salat. Leute, ihr verhungert ja alle. Stopp. Halt, stopp! Aber brauchen wir den Esstisch? Ach. So. Go, Andrew. Die anderen verhungern. Ess was, schnell. Mädels. Oh Gott, Sonja, schaffst du das bis da hoch? Nee. Die wird sterben. Super, Sonja, Judith. Alter, brauchen wir ein Bett, ist doch klar. Ich meine, wir müssen uns ja auch irgendwann fortpflanzen. Andrew und Sonja. Wie kann man da... egal. Hier ist unser Bett. Mädels, ihr macht hier mal weiter da unten, ja? Oh, Andrew pennt direkt. Er baut ein Bett und legt sich hin. Warum nicht, ne? Warum nicht? Aber dann wird auch langsam wieder was geschafft. Was haben wir denn hier? Lehm. Andrew, ich habe eine Aufgabe für dich. Wir brauchen Lehm. Kundschafter ist es. Okay, Sonja, wie sieht's bei dir aus? Was bist du? Sonja, schlafen. Wie Kinder. Sonja, müde. Sonja, jetzt schlafen. Wir können einen Experimentiertisch bauen. Klingt ja schon fast ein bisschen pervers, ne? Aber gut. Sonja, hau mal rein. Was macht Andrew jetzt? Andrew essen. Essen, Andrew. Sonja, Schrott sammeln. Das ist der Hammer. Ich muss schon sagen, das ist nice. Andrew? Wasser holen. Sehr gut. Ich dachte, der pinkelt dahin. Was hat. Die forscht irgendwas. Die Judith. Guck mal da. Aber wo kann man denn jetzt erforschen? Ach, hier. Wäre natürlich sinnvoll, wenn wir Landwirtschaft erforschen würden, ne? 3 von 5. Sonja, zackig. Reibt die Hände mal ein bisschen schneller aneinander. Ja, wir brauchen nämlich die Forschung. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir angegriffen werden. Die können doch gar nichts. Sonja, was machst du? So, jetzt habe ich 3 Keulen gebastelt, ne? Guck mal hier. Gönnt euch mal die überkrassen Keulen, die ich euch hier gebastelt habe, ja? Und jetzt ran! Kobold, so sieht's nämlich aus, Andrew. Nicht nur rumstehen mit der Zunge im Maul, auch mal was machen. Klatsch ihn weg, Andrew. Zack. Bumm. Wisst ihr, wer unser Einsatzteam leiten wird? Die Judith. Du musst cool bleiben, es ist ziemlich gefährlich hier. Pass auf, Sonja. Hier unten sind Kisten, die musst du untersuchen. Sonst bringt uns die ganze Sache hier nichts. Das musst du wirklich schaffen, Sonja. Judith, meine ich. Fuck. Judith, genau das hier musst du auch noch untersuchen. Schaffst du das? Oh Gott. Schneller, Judith! Ach, ihr lauft woanders lang. Sehr gut. Ach, und das war's. Wie spannend ist das, bitteschön? Leute, Judith ist zurück. Ist Andrew völlig egal. Er pinkelt immer noch einfach voll auf den Rasen. Sonja geht auch direkt wieder an die Arbeit. Scheinbar ist es ihnen egal, dass Judith dabei ist. In Ordnung, okay. Dann kann sie ja direkt wieder gehen. Judith folgendermaßen, da unten braucht jemand Hilfe. So, Judith wird jetzt ein bisschen Hilfe brauchen. Darum nehmen wir mal den Andrew mit. Der hat jetzt genug ins Lager gepinkelt. Es wird jetzt erstmal gekämpft, mein Freund. Zack. Und dahin. Brumm, brumm, auch mal gerne ein bisschen schneller, ne? Komm, Feuerkobold, bye bye. Bam, bam, destroyed. Aber wo ist die zu rettende Person? Ist die etwa schon gefistet worden? Ich weiß es nicht. Doch ich weiß eins ganz genau. Dass ich den Lurch übersehen habe. What the fuck? Da oben hockt er drin. Ich war doch eben da gestanden. Da schießt irgendwas. Albert. Hallo, Albert. Da sind wir daheim. Logischerweise brauchen wir jetzt einen Knüppel mehr, ne? Zack. Damit wir dem Puffmann vorankommen, brauchen wir eine Säge, ja? Andrew kümmert sich schon drum. Andrew hat jetzt schon eine Mittagspause gemacht und gegessen und auch nochmal geschlafen. Andrew, ich weiß nicht, ob ich dich weiterhin halten kann in diesem Lager. Soll ich mal die Säge hast du fertig gemacht? Und schon gehst du pennen. Ich werde mir das noch ein bisschen anschauen, wenn das dann nichts wird. Weil ihr aber Fuchsteufels will. Nimm dir mal ein Beispiel an der Sonja. Die hatte eben noch da unten Stein gehackt, dann hat sie den Baum gefällt. Wenn auch nur zur Hälfte. Und jetzt macht sie lame. So, Andrew. Guck mal, Albert macht sogar mit. Er weiß gerade, wohin ich gucke. Aber Andrew, was machst du denn jetzt schon wieder? Wir haben gerade noch gar kein Klo. Aha, was essen, Andrew. So. 2 Mittagspausen also. Mhm. Sonja auch. Sonja, du fällst gerade doch deutlich tief in meinem Ansehen. Albert, was machst du jetzt? Naja, aber komm, jetzt ist fertig hier, Andrew. Ziehst durch. Da braucht man wieder jemand Hilfe. Wenn es sonst nichts ist. Andrew, guck mal, du machst jetzt auf. Und Judith wartet hier bitte, ja, und ist am Kämpfen, wenn es sein muss. Ach, Maggie, hallo. So, Maggie ist jetzt auch da. Ich hoffe, du gehst schön an die Holzproduktion, Mademoiselle. Da läuft es nämlich eher schlecht als recht. So, wir brauchen jetzt mal eine größere Hütte, Leute, ja. Sonja, Maggie, Judith. 3 Frauen. 2 Männer. Warum mehr Betten? Maggie, du brauchst noch einen Knüppel. Oh, fuck, wir haben gar keine Knüppel. Ja, jetzt hat Maggie halt keinen Knüppel. Schön.
Attacke! Weiter, Leute, nicht rumstehen. Ha! Lächerlich. Sommer, hier ist dein Knüppel. Jetzt habe ich einen Knüppel gegeben, legt sich ins Bett. Aha. Was machen wir jetzt damit? Alter, Maggie hat jetzt schon 130 Forschungspunkte gefingerknipselt. What? Flickwerk. Ja, nice. Was macht ihr denn da alle ineinander? Leute, bitte. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen und Kommentar nicht vergessen, ihr wisst Bescheid. Und auch hier wieder vielen, vielen Dank an meine Patreons. Laura, aka Laurin, ich weiß immer nicht genau, wie ich es aussprechen soll. Bye, bye.